don't you know? On rigs and runes, I drift in the night. Hallihallo, liebe Freunde, hier auf YouTube. Ich bin's wieder, euer Torak. Hallo, Grüße. Grüße gehen raus an euch alle. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Und dieses Mal habe ich das Spiel Simple Wheat Park von Ron Gilbert, ist es, glaube ich, dabei. Und wo sind wir hier stehen geblieben das letzte Mal? An diesen drei großen Computern. Blutron, Fingertron und Facetron 3000. So. Was kann man hier anwählen? Mal schauen. It's a pretty big vacuum tube. Die Sprachausgabe ist leider in Englisch. It's a pretty big vacuum tube. Aber die Texte sind auf Deutsch, immerhin. So. Reden wir mal mit der Ray. Rede mit Ray. Time to go talk to the sheriff again. Really? Ah ja. Es ist mal wieder Zeit für ein Gespräch mit dem Sheriff. Das haben wir eben gerade schon. Und really? Vielleicht, nee. Selbst beim dritten Mal macht es nicht, oder? Sure, oh. I never would have thought of beim that. Dritten Mal kommt eine andere Aussage. Well, I need to get back. Na, to ich muss wieder an die Arbeit, case. Den Fall lösen. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Hier ist ein Trinkbrunnen. Dann nehmen wir den mal. Schluck, schluck, schluck. Sorry, meine lieben Freunde. Ich musste mich noch kurz räuspern. Heute bin ich mal auf der rechten Seite vom Video zu sehen, weil auf der linken Seite nämlich die Bedienpanels sind. Ah, so, genug getrunken aus dem Trinkbrunnen. Dann gehen wir mal da hoch zum Sheriff. Da ist er. Hello again, Agent Arenos. Hopefully the coroner fills you in on our state-of-the-art Areno computers. Was haben wir jetzt hier zur Auswahl? Da haben sie aber jede Menge Rechenleistung hier. Sie sind auch der Pathologe, oder? Und naja, dann machen wir hier erstmal die That's Rechenleistung. That's some very serious computing power you've got there. Yes, sir, Areno. Jawohl, it's Sir Line. State of the art computer Areno. Achte immer auf dieses Line am Ende. Absolutely infallible. You're also the coroner, right? Oh my no. No, Areno. People say there is some die resemblance so around fertig, the eyes, die zwei. But we're as different as peas Arenos in a pot Areno. Plus, the coroner has that annoying ahoo he adds to everything. You'll never hear me doing that, Areno. Okay. Sie, ich meine, der Pathologe hat was von einem Arrestron erwähnt. You, I mean, the er steht coroner da. Said something auf der Seite. About the Arrestron. Das ist Arrestron 3000. Yes, the Arrestron 3000. The last step in a fully computerized Areno arrest. The final link in the chain of a guaranteed conviction Areno. Every detail Areno analyzed and verified by computer. Moving on. Zurück zum right, Thema. Ja, Entschuldigung, manchmal schweife ich. Geht's mit mir durch, genau. This is the jetzt gehen wir zum Arrestron 3000. You've been hearing about. The Arrestron 3000. Just feed three reports from other Tron machines into this and it issues a 100% Areno valid arrest warrant. Yeah, these machines are the reason we need only one law enforcement officer Areno. Chuck said that computers will soon put us all out of work, allowing for a full life of luxury. Chuck? Wer ist dieser Chuck, von dem Sie hier alle reden? Chuck wer? Sollten wir Chuck als Verdächtigen nehmen? Ah, mal erstmal von Chuck. Oben. Sadly, Chuck leider passed Chuck away a few days ago. Einigen Tagen there was verstorben. A big service out es gab of the cemetery am Friedhof Line. So, the entire town showed up, which is beim Friedhof Line. The hero of logisch. Thimbleweed County. We'll talk more about Chuck later. Anruf I need to run a Reno and check on a disturbance call out at the old circus. Probably oh, that Gott, stupid Gott, oh, clown Reno again. Looks like we need to go talk to the rest of the weirdos that live in this town. We should split up. It will be faster. You cooling your heels in the local diner would also make things go faster. If we follow agency questioning protocols, this shouldn't take long.
Just don't mess anything up. I want to get out of here as fast as possible. So schnell wie möglich wieder raus, sagt sie. Na gut. Dann gucken wir uns noch schnell hier die Hotspots an. Also, da haben wir wieder eine Vakuumröhre. Keine Ahnung, für was die markiert ist. It's a pretty big vacuum tube. Radio. It's turned off. Das ist ausgeschaltet. Gut, dann schalten wir es mal ein. Nutze Radio. We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message. Chuck Edmund is not your friend. And now back to our special hostile takeover song. Alles klar. Just a bunch of files. Nur eine Reihe Akten. There's a fingerprint book here. Hier liegt ein Fingerabdruck. Was? Fingerabdruckverzeichnis. Jawohl, das brauchen wir doch unten für den. Just a bunch of files. Für den Fingerabdruck-Roboter. Oder Computer. Line. Computer Line. Doch logisch, oder? Gehen wir runter zum Computer Line. Öffne. Und rein. So. Jetzt sind wir hier bei dem Blattron 3000. Und das ist der Fingertron. Dann müssen wir dieses Fingertron wahrscheinlich dem geben, ne? This has fingerprints for everyone in Kimblewood Park. Nutze. Certified Fingertron 3000 compatible. Fingerabdruckverzeichnis mit Fingertron 3000. Anleitung? Ne. Damit eben. Okay. It has the fingerprint book. Er hat das Fingerprint. Ja, das ist schon mal ganz gut. It has the fingerprint book. Und was machen wir jetzt damit? Rede. Rede mit Computer. Was ist 2 plus 2? 4, sagt er. Wie viel ist die. Wie viel ist 5936 mal 5546? Und da habt ihr die Antwort. 3000. Genau. And produce a report for the arrest Tron 3000. Trademark. Trademark. Patent geschützt. Gut. Using official government issue fingerprint tape. Place it on an object with fingerprint. So macht man einen Fingerabdruck. Gut, dann frage ich halt mal, wie lautet die letzte Stelle von Pi? Berechnung läuft. Berechnung läuft. Damit haben wir ihn gefetzt jetzt wahrscheinlich. Oh nein. Die Frage ist... Nein, halt. 7. 7! Ist ja witzig. Ich solle los, dein Prozessor läuft langsam heiß. Okay, mal. So, na gut. Habe ich eben schon mal gesagt, ne? Egal. Wo ist denn meine Scully? Oder die Ray oder Gay oder wie sie heißt, keine Ahnung. Nach da oben vielleicht. Ja, da ist sie noch. We've got a killer to catch. Die Ray, genau. Rede mit Ray. Es gibt wirklich ein Hauptquartier in Albuquerque? There really is a home office in Albuquerque. Sure there is. Aber natürlich. Es ist eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, Agent Ray. It's an honor to work with you, Agent Ray. Sit back and watch. Maybe you'll learn something. Ich will diesen Fall so schnell wie möglich abschließen. I really want to get this case solved as soon as possible. You're a little eager beaver, aren't you? Schleimer, ne? Ja, ja. Nun, ich muss zurück an die Arbeit, um den Fall well, zu lösen. I need to get back to solving this case. Machen wir nochmal das Radio an. Benutze Radio. Oh, das ist jetzt ausgemacht. Wird angemacht. Kommt irgendwas? Ich höre so ein bisschen liebliche Musik im Hintergrund. Hm.
So macht er. Okidokili. So, wir nehmen jetzt mal die Dame. I need to stay focused and solve und laufen mit der Dame so hier rum. With my plan. Gehen wir mal zu den Türen. Oh, was denn hier? Peachens. Peachens sind übrigens Tauben, ne? Tauben und ich war ja früher Taubenzüchter. Mein Vater ist es jetzt immer noch. Das hat mir Spaß gemacht. Tauben zu züchten und zu trainieren, für Wettflüge zu trainieren. War einfach eine geile Zeit. No time to talk. We have to fix this slight leak. Die Tauben sind echt lustig hier drin. Im Spiel. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Can I do anything to help? Well, the Hydrotron's tube is obviously burned out. We could use a new one. Irgendwas kaputt. A WC-67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. Genau, die Signale. Logisch. Oh Mann, das Spiel ist so Panne. So Panne. Panischer kann es gar nicht mehr sein. No time to talk. We have to fix this slight leak. Was hat das Leck verursacht? What caused the leak? Well, the Hydrotron's tube is obviously burned out. We could use a new one. Ich komme dem Lesen nicht hinterher, Leute. Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. Die Signale gewesen sein. Leute, klar. Warum auch nicht? Gehen wir nochmal hier rüber, was es hier gibt. Available for rent. Hier zu Schild. Hier steht, nach 34 Jahren im Dienst Kunden der Tri-Trimbungen-Bezirks mussten wir schließen. Röhren sind die Zukunft. Alles gleiche. Forever Sorry steht da auch noch. Da ist ein Schild. It says we're out of the old abandoned pillow factory. Back soon. Safely for savings manager, Mr. El Polo. Das. Wir müssen mal gucken nach dem To-Do-Liste. Okay, wir haben von dem, was wir tun müssen, bisher null erreicht. Also überall ist noch ein Fragezeichen. Aber. Da hinten ist eine Gasse. Bevor wir da weitergehen, machen wir erstmal einen Cut. Das heißt so viel wie ein Schnitt. Ja, und ich will nur nochmal hier drüben gucken. Ja, das sind die Tauben mit ihren Signalen. Oh mein Gott. OMG. Was haben wir hier? Geht zu Hotline Prospekt. Kann man das nehmen? Nehme. Hotline. Better leave it be. Na, lass mich lieber. Na gut, dann halt nicht. Geh zu Schild. Closed. Geschlossen. Looks like they cleared out in a hurry. Hier ist noch ein Schild. Willie's Watch and Violin Repair Shop. Thimbleweed County's most exclusive watch and violin repair. We repair watches and violins for the rich or famous. Na gut. So, wir haben jetzt wie viel? 13 Minuten. Schöne Zeit. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende dieses Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Diesmal von der rechten Seite im Bild. Ja, das war das Spiel Thimbleweed Park. Ich glaube, das ist die dritte Folge, müsste es eigentlich sein. Ja. Und ich freue mich, wenn ihr immer wieder einschalten tut. einschalten tut. Wenn der Torak wieder ein Video hochgeladen hat. Um das zu wissen, wann es wieder ein neues Video gibt, einfach ein Abo dalassen, kostet nichts, ist Support, ne? Support ist kein Mord. Und lasst ein Abo da, einen Daumen hoch, einen Kommentar. Achso, wenn ihr Abo dalasst, bitte die Glocke nicht vergessen, denn erst dann bekommt ihr wirklich Nachrichten, wenn es ein neues Video gibt von mir. Ja, jetzt bin ich ein bisschen außer Puste, weil ich so viel geredet habe. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.
und ich bin raus. Ciao.